So süß, ey. Alles okay? Huh? Es hat mich die ganze Zeit schon im Hals gekratzt. Ich habe mich nicht konzentriert, um nicht zu husten. Oh Gott, jetzt mich auch. Ich hoffe, ihr habt ein gutes Antivirenprogramm. Willkommen, Freunde, zum kleinen Video über die Gamescom. Wir scheißen jetzt auf diese Erkältung, denn wir wollen jetzt endlich zeigen, was wir von euch geschenkt bekommen haben und ein paar Worte loslassen. Was ist los? Ich rieche Blut. Okay, wir wollen euch nicht weiter auf die Folter spannen, würde ich sagen. Und wir fangen mal mit der ersten Sache an, die ihr uns geschenkt habt. Da ist es. Das habt ihr mir geschenkt. Ja, eine Erkältung nach der Gamescom buchst du ja eigentlich zusammen mit dem Ticket. Das ist im Paket mit drin. Und jetzt ist es auch noch verflucht heiß, so um die 30 Grad und huhu. Geil. So, Jana. Dann zeig mir mal, was wir dort haben. Okay. Gib mal her, man sieht es schon, weil es dieser Weitwinkel echt verdammt viel spoilert. Richtig, wir machen jetzt erstmal das Katzenspielzeug, weil die Katze echt verflucht darauf abgeht. Uns wurde Katzenspielzeug geschenkt. Und Podgame. Podgame, genau, richtig. Und auch jemand anderes. Jemand anderes hat uns auch was geschenkt. Ja, das waren so kleine Mäuse. Die liegen aber irgendwo verteilt rum, weil nur die immer wird. Die sind schon überall verteilt. Also kommt gut an. Kommt sehr gut an, ja. Vor allem dieses Catnip. Und ich sehe schon, die Augen werden groß. Hier. Nimm es da. Nimm es. Was haben wir denn noch so bekommen? Wir haben eine kleine One-Piece-Figur bekommen. Yes, wir haben eine kleine One-Piece-Figur bekommen, die ich auf jeden Fall auch an meinen Schlüsselbund dran machen will. Oder willst du? Nein, du kannst sie gerne machen. Ich will diese kleine Diva hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Sie hieß... Lass mich nicht kurz überlegen. Sag nichts, sag nichts, sag nichts, sag nichts. Du hast die Chefkoch-App? Ja, ich wollte was kochen. Hast du denn die Chefkoch-App auf deinem Handy? Ich bin zu krank, was die was kochen, aber ich habe nichts gefunden, was ich kann. Ja. Oh, du bist so süß. Oh mein Gott. Okay, es ist Ivankov, genau. Es ist Ivankov. Müsste man kennen, oder? Sehr, sehr coole Figur. Das reizt Husten, Mann. Ja, ach, hier haben wir ein kleines Bildchen. Holy Water und so, ja. Oh, da hinten steht sogar noch was dran. Das hier ist das Bildchen. Ich hoffe, man sieht es auf jeden Fall. Jana als Meerjungfrau. Jana steht da voll auf Meerjungfrauen. Und das bin ich, der auch voll auf Meerjungfrauen steht. Ja. Und ein paar Isaac-Elemente. Was steht hinten drauf? Hi, Holly und Jana. Ich hoffe sehr, dass euch mein kleines Fanart gefällt. Ich liebe deine Videos, Holly. Am liebsten deine Isaac-Videos oder die Videos mit Jana. Ha, Glückwunsch, Glückwunsch. Ja. Und was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Womit geht's weiter? Gib mir einfach die Farah, richtig. Der gute Graf Seegurke, darauf bestand ich immer, dass ihr auch auf eure Sachen unterschreibt, damit ich auch mir merken kann, von wem das ist hier. Auf jeden Fall Graf Seegurke, ein wirklich sehr, sehr sympathischer Kerl. Wie viele von euch? Wie viele von euch? Oh, ich will eine Story erzählen. Ich will es hier mit Etienne. Oh, Etienne, ja. Das wäre gut. Ihr wisst ja, die großen Vorbilder von mir waren ja früher die von Giga Games. Eddie, also die jetzt auch bei Rocket Beans sind. Simon, Eddie, Nils und die anderen Chaoten. Und dann habe ich dort, als wir dort gegessen haben auf der Gamescom, habe ich Eddie gesehen. Und ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen. Ich war sehr, sehr aufgeregt und meine Freunde haben aber gesagt, geh jetzt hin, Mann, los, tu's, soll ich ihn ansprechen? Und ich habe es dann getan, ich bin hingegangen, ziemlich aufgeregt, habe dann gefragt, hey Eddie, können wir ein Foto machen? Und er hat währenddessen aber dann auch ein Foto mit einem Stormtrooper gemacht. Also hat er den Rücken zu mir gewendet und in diesem Moment kam ein kleiner Junge auch zu mir und hat gesagt, hey, kann ich ein Autogramm haben von dir? Und ich unterschreibe da, Eddie dreht sich um und war total natürlich so, was ist hier los? Und er hat mich dann direkt gefragt, ob ich Minecraft mache. Aber der hat gesagt, nein, Indie-Games, Mann, und Horrorspiele. Und als ich gesagt habe dann, dass ich Holly-LP bin, hat er gesagt, oh, ja, ja. Und ist dann ziemlich schnell abgehauen danach. Ich glaube, wir sind jetzt Freunde für immer. Ach, was hast du da? Gib einfach irgendwas da. Ich hab bekommen. Das hat Jana bekommen, richtig. Ein Die Rückkehrer der Regenbogen-Griefer. Sehr spannendes Buch. Krasser Plot-Twist am Ende. Ja. Glaube ich. Nicht gelesen, aber vermute ich jetzt mal. Das ultimative inoffizielle Minecraft-Abenteuer. Das klingt auch ganz gut, ne? Ja. Das lustigste, nicht lustigste Abenteuer oder sowas. Genauso klingt das. Next. Noch ein Bildchen, richtig. Von, leider konnte ich das nicht unterschreiben lassen, aber ich war auch eine sehr aufgeregte Person. Danke dir auf jeden Fall. Das sind wir bei Pokémon-Fang. Richtig, das sind wir beim Pokémon-Fang. Du kriegst nur Lolio und ich hab Pikachu. Richtig, das ist wie, also eigentlich, wenn du es realistisch darstellen willst, musst du mir eigentlich nichts geben. Ja. Ich fange nämlich nichts mit dieser blöden Pokémon-App. Aber auf jeden Fall, Dankeschön für das kleine Bildchen. Das werde ich aufbewahren. Rette deine Nase, Kopfschöpfern. Und ordentlich. Ja!
Wehe, du schneidest das rein. Nein, ich bestimmt nicht mal. Ich bring dich um. Briefe sind gut. Ja, wir haben hier ein paar Briefe bekommen. Von einer Person auch, die mich schon seit vielen Jahren aufgesucht hat auf der Gamescom. Das bin ich. Und dann hat die Person mich gesehen und ich habe sie umarmt, weil sie aufgeregt war. Und ich mache immer, wenn ich Leute umarme und sie aufgeregt sind, mache ich immer als Scherz, alles gut. Brauchst nicht weinen, also dieses Wein, weißt du. Ich werde bald aufhören mit YouTube. Aber die Person hat wirklich geweint, dann war ich ein bisschen überfordert. Aber hey, Glückwunsch an dich, dass du mich eigentlich gefunden hast. Und ich glaube, das ist nicht der Brief. Doch, hier. Nee, das ist nicht der, nein. Ist es nicht? Nein. Dieser Brief ist von Mona, die uns auch immer wieder aufspürt. Hey Holly, ich kenne dich schon seit 1,5 Jahren und bin stolz drauf. Ich habe Isaac am Anfang nicht so gemocht, habe mich dann aber überwunden und angefangen, deine Videos dazu zu schauen. Aber ich mache ja nicht nur Isaac, ne? Nicht nur. Leider verstehe ich immer noch nichts, aber das kann ja noch werden. Ach, und Jana ist die Beste. Dann kam die Zeit von Monstrum. Ich und mein Bruder haben die Videos geliebt und waren traurig, als nichts mehr kam. Auf jeden Fall mochte mein Bruder dich dann. Was für Goats. Naja, deine Community ist stolz auf dich und hatte dich und deine Videos so gern. Mach einfach weiter so und bleib du selbst, denn so gefällt's uns am besten. Wir stehen hinter dir. Liebe Grüße aus Niedersachsen. Nach Niedersachsen. Die Ecke hier, wusste ich gar nicht. Ja, Monstrum, die Schrift ist schön, ne? Ja. Die sieht ein bisschen aus wie meine Schrift. Also ich hatte auch immer so eine... Mir wurde gesagt, eine Mädchenschrift hatte ich immer. Ich hatte nie eine schöne Schrift. Hm. Was zum Teufel machst du da, Bärkatze? Katze ist da wieder am Kneten. Und der halbe Poppes fällt hier gleich raus. Ach, ja, Katzen. Hallo. Upp, hab ich dich erwischt bei irgendeinem... Oh, guck mal, sie knetet es und knetet es. Wir haben schon überlegt, uns da irgendwie Pizzateig hinzulegen und dann knetet sie den Pizzateig. Aber dann hätten wir ganz viele Katzenhaare und das mag ich nicht so wirklich. Oh, du süßes Ding, du. Hi. Dieser Brief ist von Apfeltumor, Lisa Marie. Ich glaube, das... Nein, ist nicht die Person. Aber Lisa Marie für Holly LP, dem lustigsten Let's Player der Welt. Na, wenn Marie das sagt, dann muss es irgendwie stimmen, ne? Dann muss es irgendwie stimmen. Hat uns so ein kleines Bildchen gemalt. Dankeschön dafür. Oh la la, das wurde jetzt auch echt gezeichnet, ne? Auch, ja, weil das sieht man noch, das ja. Sind zwei und da ist noch, sieht man noch die Abdrücke. Oh ja, riecht man auch. Ja, das sieht ein bisschen aus, als hättest du einfach nur einen Filter benutzt oder sowas. Aber das wurde hier mit Edding gezeichnet und das finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Das ist echt cool. Ah, genau, die Isaac-Figuren zum Draufmachen auf. Ich glaube, er hat gesagt, nur auf Autos, also nicht auf Klamotten. Das war, glaube ich, der hatte nicht das Armband. Ah, ja, das Armband, das wollte ich noch zeigen. Das hätte ich bestimmt vergessen jetzt. Dieses Armband, ich liebe dieses Armband, das ist so gut. Ich trage es jetzt die ganze, ich werde es nie wieder aufhören zu tragen. Hier, guck mal. Da sind so kleine Isaacs drauf, ein Wein da, ein Toter, noch ein Wein da. Die drehen sich nur ein bisschen komisch aus, aber wahrscheinlich konnte man das nicht anders drucken. Dankeschön auf jeden Fall dafür, mein Guter. Boom, richtig sexy. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Von Isaac-Zeug kriege ich nie genug, Mann. Also wenn ihr mir was schenken wollt und irgendwas mit Isaac zu tun hat, dann nehme ich es gerne. Oh, ich schmelze. Noch ein Brief, der letzte Brief. Das müsste ja aber jetzt von der Person sein, die mich schon seit... Eigentlich schon, ja. Das ist er, ja. Und da steht verdammt viel. Und ich habe es mir schon mal durchgelesen. Hi Holly, ich bin Franchis. Und doch meines Namens ein Mädchen. Ich schaue dich quasi seit deiner Geburt. Das ist richtig, dein erstes Let's Play verfolgte ich täglich, meinte ich. Ich schaute früher meinem großen Bruder immer beim Xbox-Spielen zu. Er zog 2012 aus und ich hatte abends keine Beschäftigung mehr. Oh, mit 13 wurde ich echt durch meine Langeweile depressiv. Oh, das ist nicht gut. Irgendwie bin ich dann auf dein Saw-Let's Play gestoßen. Das ist ja auch meine Story, ne? Das freut mich halt so, wie ich wiederhole mich, aber ich habe ja auch angefangen. Erstens, weil ich so sein wollte wie Giga Games. Dann habe ich aber gemerkt, ich habe keine Chance, irgendwann bei Giga Games zu arbeiten. Habe dann irgendwann eine Downphase gehabt. Dann hat mir ein Kollege gezeigt, hey, Let's Plays, das ist Mirko. Und ich habe mich dann da reingefriemelt und dachte mir, wow, die helfen mir echt durch eine schwere Zeit und ich will das auch machen. Und deswegen ist das eine große Ehre für mich, wenn ich sowas lese. Glaubt man mir, dass das Tränen sind und nicht Schweiß? Ja. Glaubt man, ne? Das sind wirklich Tränen. Das ist kein Schweiß. Nein. Mein Bruder hat das Spiel auf der Xbox gespielt und ich durfte nie zusehen. Also das Saw Let's Play. Wahrscheinlich schon ein bisschen brutal, okay. Aber dann hat sie auf, ne, Franzi Holly entdeckt. Oh, böse Franzi. Seitdem stehe ich immer hinter dir. Du hast mich aus meinem tiefen Loch gezogen und dafür möchte ich dir danken. Also danke. Bitteschön. Oh. Wenn du das hier liest, habe ich dich endlich getroffen. Jedes Mal habe ich dich knapp verpasst. Diesmal hat sie uns ja auch getroffen, ja. Als wir rausgingen. Ja, also war wirklich knapp. Ganz knapp. Wir waren schon am Ausgang und dann kam die Franzi angeweint. Letztes Jahr saß ich sonntags vor Halle 8 und habe geweint. Oh nein, du warst schon weg. Dieses Jahr nicht. Ja, ich will dich endlich in den Arm nehmen. Kannst du das, wenn du jemanden vermisst, den du noch nie treffen konntest? So ist das auf jeden Fall. Du hast mir damals so viel gegeben und heute immer noch. Das gleiche wie mit Funk Royal, da war ich auch richtig. Da wollte ich ihn direkt drücken, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Wow, wenn ich gerade irgendwas Komisches sagen, ist es vielleicht
Der Mix von Hitze und Medikamenten. Und der Catnip da hinten. Okay, was ist das nächste? Hey, Digimon, guck mal. Yay, die Welt der Pokémons. Staffel 1 bis 3, die Arena der Ninja, das Pokémon-Rennen Kangama Kid. Holy shit. Da werden wir auf jeden Fall, vielen lieben Dank dafür, da werden wir auf jeden Fall einen erotischen Abend mit Pokémon machen. Da kann ich mir nichts Erotisches vorstellen, ey. Das ist natürlich die ultimative Befriedigung. Ich habe ja schon hier und dort erwähnt, dass ich voll auf Notizbücher stehe. Und ich immer der Meinung bin, dass ich mir Notizbücher kaufen muss. Und jetzt hat mir der gute... Nephias. Der gute Nephias hat dieses Zelda-Notizbüchlein geschenkt. Oh mein Gott. Und erzählt, das gibt es auch nicht zu kaufen, sondern nur für Nintendo. Scheinbar hat er erzählt, ja. Echt? Oh, das wusste ich gar nicht. Das gibt es nur von Nintendo? Ja. Holy shit. Okay, das macht das Ganze jetzt noch krass besonderer. Vielleicht wird das das erste Notizbuch, das ich nicht nur kaufe, sondern auch was reinschreibe. Ich habe mir nie was reingeschrieben in Notizbücher. Und das letzte Teil haben wir auch noch hier. Das ist das Artbook von Mr. Rolorde. Das ist der Macher von Binding of Zombie. Das ist hier einfach so ein kleines Artbook von ihm, die er mit Blender vielleicht erstellt hat. Ich weiß nicht, welches Programm du dafür benutzt, womit du alles animierst und so, aber das sieht schon echt gut aus. Sowas ist immer gut, um sich irgendwo zu bewerben oder sowas, ne? Immer ein kleines Mäppchen mit deiner Arbeit erstellen. Hier haben wir auch noch ein paar kleine Bildchen und eigentlich hätte ich das auch noch signieren lassen von dir, aber irgendwie haben wir es vergessen. Auf jeden Fall nochmal ein großes Dankeschön von uns beiden. Es war eine schöne Woche auf der Gamescom und auch mit den Kollegen, wo wir dann im Haus übernachtet haben. Dankeschön für alles. Es war eine kleine Pause, die ich gebraucht habe auf jeden Fall und ich wollte eigentlich jetzt, wo ich zurück bin, weil man fühlt sich so ein bisschen nutzlos, weißt du? Weil man will was machen. Wenn man nichts macht, dann fühlt man sich so, nicht Teil der Welt ist man dann. Deswegen wollte ich jetzt direkt loslegen mit vielen Streams. Einen 24-Stunden-Stream wollte ich auch noch machen. Und dann wurde ich krank. Und jetzt geht es mir so langsam besser und ich hoffe, dass wir spätestens nächste Woche endlich wieder streamen können. Und Dankeschön an alle, die resubscriben. Es tut mir leid an diejenigen, die subscribed haben und Streams haben wollen, aber wow, ich habe vor ein paar Tagen gestreamt, Luther Kings, und das ganze Licht und alles und dieses Konzentrieren auf das Spiel, das hat mich schon ein bisschen kaputt gemacht. Ich bin noch nicht fertig. Du bist noch nicht fertig? Wir sind noch nicht fertig. Ich will noch die Bilder zeigen. Er will noch die Bilder zeigen. Eine kleine Videoshow. Eine kleine Videoshow. Viel Spaß. Viel Spaß.